Gelegentlich muss man sich auch mal korrigieren, weil wir lernen ja alle was dazu. Und der Mensch, der nichts mehr dazu lernt, den kann man auch nicht helfen. Oder wie sagt man da? Der ist ja schon gestorben. Der ist ja schon gestorben. Also wir haben auch dazu gelernt und das dank eurer Hinweise. Und da müssen wir uns jetzt, oder muss ich mich mit meiner großen Klappe etwas korrigieren. Und das mache ich nach dem Intro. Vielleicht könnte sich der eine oder andere noch an das Video der Dankreinigung von uns erinnern. Und vielleicht habt ihr auch noch in Erinnerung, wie schwer ich mir getan habe, meinen Dank zu öffnen. Jetzt, heute hat ein neues Teil in unserem Wohnmobil Premiere, denn die Dankreinigung steht wieder an. Und Helena und Michael haben mich angeschrieben, weil sie das Video gesehen haben. Und der Michael ist wohl offensichtlich ein guter Konstrukteur. Der hat nämlich hier ein Teil entwickelt, das er mir auch zur Verfügung gestellt hat und was er für sich benutzt, damit ich nicht wieder mit der Zange an die Sache rangehen muss. Er hat mir eine nette E-Mail dazu geschrieben. Er hat mir zwei Bilder sogar beigelegt, wie ich das zu verwenden habe. Und ich muss einmal sagen, Helena und Michael, ohne dass ich das Teil bisher ausprobiert habe, herzlichen Dank für eure Mühe. Das finde ich ganz toll, dass ihr an uns gedacht habt und uns das zur Verfügung gestellt habt und es uns zugeschickt habt. Ich probiere es jetzt aus, wie lohnend es sich einsetzen kann. Und wenn du eine Geschäftsidee draus machen willst und es funktioniert, dann verlinken wir natürlich auch deine E-Mail-Adresse. Okay. So, also bücken muss man sich trotzdem. Deswegen gehe ich auf die Knie. Nicht aus Ehrfurcht, sondern weil der Dank einfach da unten ist. Und es sind zwei Teile hier. Da schiebe ich jetzt das eine Teil rein, so wie es in der Beschreibung steht. Dann sind hier zwei Ösen und das setze ich jetzt hier an. Jetzt kommt wieder die Frage, was für Richtung geht es auf? So rum geht es auf. So rum. Es funktioniert wunderbar. Ja, sag einmal, wie einfach kann denn sowas sein? Also Michael, du hast gesehen, das hat wunderbar funktioniert. Herzlichen Dank für die Idee. Ich finde es klasse. Das Teil bleibt bei uns und immer, wird jedes Jahr beim Reinigen des Wassertanks benutzt. Vielen Dank. Ihr könnt euch sicherlich alle erinnern, dass wir den Fantastic Fan vorgestellt haben, die Ussi und ich. Und wir beide, sowohl die Ussi als auch ich, wir waren nicht sonderlich begeistert. Das hat mehrere Gründe gehabt. Ich blende mal das Thumbnail zu dem Video ein, dann könnt ihr euch das ja gerne nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Wir bleiben weiterhin zum großen Teil bei unserer Meinung von damals. Einen Punkt möchte ich auf jeden Fall von den vielen Antworten, die wir daraufhin bekommen haben, aufgreifen. Das ist, haben welche geschrieben, ihr seid ja ganz schön unverschämt. Ihr macht den ein, weil das falsch eingebaut gewesen ist, der Fantastic Fan. Ihr macht die Firma verantwortlich für einen Fehler, den ihr selbst gemacht habt. Das ist natürlich Unsinn, ja? Denn zu unserem Einbau gehört auch eine Beratung und die Beratung haben wir auch bekommen dann von der Firma, nämlich als der Fantastic Fan schon eingebaut gewesen ist. Und ich bin der Meinung, dass bei einer Fachfirma die Beratung vorm Einbau stattfindet, damit es dann auch richtig funktioniert. Es ist ja dann korrigiert worden, aber wir mussten nur 100 Euro für den Fehler bezahlen, den die Firma im Prinzip gemacht hat durch die fehlende Beratung. Es war keine falsche Beratung, es war eine fehlende Beratung. Wir haben auch keine Beschreibung dazu bekommen, obwohl wir darum gebeten haben. Da hat es geheißen, es gibt keine Beschreibung. Mittlerweile habe ich im Netz aber gelesen, dass es Beschreibung dazu gibt. Ich weiß es definitiv nicht. Wir haben auf jeden Fall keine Beschreibung bekommen und es hat geheißen von der Firma, es gibt keine Beschreibung. So, das wollte ich noch dazu sagen. Ich bleibe auch dabei, dass der Fantastic Fan zu laut ist und dass er nicht die Wirkung hat, die wir haben wollten. Dass diese drei Ventilatoren, die wir vorgestellt haben, einen besseren Effekt für weit weniger Geld erzielen. Die Königslösung ist für mich sogar noch eine ganz einfache, billige Lösung. Das ist dieser USB-Ventilator. Den lade ich auf, dann stelle ich den auf den Campingtisch außen oder innen im Fahrzeug. Ohne Kabelverbindung bläst er mir mit Sicherheit 1, 2 Stunden frische Luft ins Gesicht, sodass sie
die Luft angenehmer, gefühlt kälter oder frischer ist. So, und jetzt kommt die Korrektur. Viele haben mir geschrieben, dass der Fantastic-Fan die Luft nach außen blasen muss. Nur dann erzielt man einen Effekt. Viele haben dann auch geschrieben, Fenster aufmachen und so weiter, etc. pp. Das stimmt zum Teil. Wenn es außen heiß ist und wenn es innen heiß ist, brauche ich keinen Fantastic-Fan, weil dann bläst er ja nur die heiße Luft durch das Wohnmobil und es bringt auch keinen kühlenden oder erfrischenden Effekt. Aber wenn man irgendwo frei steht und man muss die Fenster schließen, weil man sie einfach in der Nacht nicht offen lässt, beziehungsweise wenn es außen windstill ist und die Außenluft hat sich schon abgekühlt auf zum Beispiel unter 20 Grad, die Innenluft ist noch über 20 Grad und relativ stickig und ich liege dann im Bett und schalte den Fantastic Fan ein, dass er die Luft nach außen bläst, dann spürt man einen ganz enormen Effekt. Und ich muss wirklich sagen, also ich habe mich ins Bett gelegt, wie wir jetzt unterwegs gewesen sind. Es war heiß, es war auch am Abend noch etwas stickig. Frische Luft haben wir nicht besonders viel hereinbekommen ins Fahrzeug, weil es sehr windstill gewesen ist. Und als ich den Fantastic Fan eingeschaltet habe, hat man eine spürbare Erfrischung an Frischluft auch im Bett erhalten. Und ich habe den dann eine Stunde laufen lassen. Danach war die Luft wesentlich angenehmer im Fahrzeug. Also diese Korrektur muss ich machen. Der Fantastic Fan hat in dieser Situation einen tatsächlich guten Effekt. Vielen Dank auch für die vielen Hinweise von euch. Vor allen Dingen für die Hinweise, man soll darauf achten, dass man die Luft nach außen bläst und nicht von außen nach innen bläst. Das stimmt, das hat einen wesentlichen positiven Effekt. Das ist jetzt die Korrektur, die ich durchbringe. Die Ursi ist nach wie vor nicht so sonderlich begeistert vom Fantastic Fan. Aber dass die Luft sich spürbar verbessert, wenn man im Bett liegt und es hinten stickig ist, das hat sie auch eingeräumt. Laut ist er trotzdem, ganz unsere Erfahrungen hat er auch nicht erfüllt, aber wir können ihn jetzt besser einsetzen. Das war's. Wir wünschen euch noch schöne Restsommertage und wenn es zu heiß wird, schaltet euren Fantastic Fan am Abend ein, dann könnt ihr angenehm schlafen. So, soviel zur Korrektur.